Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, da kommen wir mal wieder zu der nächsten Kartenlegung. Ah, ich möchte euch noch darauf hinweisen. Morgen mache ich wahrscheinlich die Monatslegung, wo wir mal gucken, wie die Energien könnten so im Allgemeinen werden im Februar. Ne? Aber heute mache ich erstmal noch die Tageslegung, ne? So die Tagesenergien. So, da hole ich mal die Avalon und Camelot-Karte am Schluss, die von der Christina Arana Fada. Hole die Secret Key 2 von der Nadine Breitenstein. Hole von der Angelina Schulze heute mal die Tarot. Und die Krafttiere von der Jean Ruland. Ne? So, heute bin ich nicht so schwindlig. Also gestern waren ganz, ganz seltsame Energien da unterwegs, ne? Ja. Ja, mal gucken, wie die Energien heute sind, im Namen Gottes, ne? Was könnte heute auf Seelenkollektiv zukommen? Was ist heute wichtig? Welche Energien haben wir für Seelenkollektiv? Liebe geistige Welt. Jo. Es kann sein, dass es heute zu rücksichtslosen Auseinandersetzungen kommt. Kämpfen. Jemand ist streitlustig, ne? Ja, hier tut jemand Niederlagen überwinden, aber dafür teuer gewinnen, ne? Das kann in der Beziehung bedeuten, dass da so offene Feindschaften ausgetragen werden, ne? Man wird ausgenutzt, scheitert. Oder zieht sich aus demütigenden Beziehungen zurück. Das sind ja meistens toxische Beziehungen, ne? Ja, also wo man nicht gut behandelt wird. Also scheut euch da nicht, wenn ihr in was Hochtoxischem seid. Egal wo das ist, ob das in Beziehungen ist, in Familien ist oder an irgendwelchen Orten ist, euch zu wehren. Ne? Lasst euch nichts gefallen. Notfalls Polizei rufen, ne? Wenn euch jemand angreift oder so. Ne? Dafür sind die ja da. Ne? Außerdem möchte ich euch gerade, weil diese Karte gefallen ist, nochmal an einen Kanal erinnern. Der nennt sich Hilfe für Opfer von Narzissten. Das ist von der Artemis Sengstock. Da ist eine gute Aufklärung und alles. Dann die Susanne Loray macht Aufklärung. Und dann gibt es noch einen Michael Kleist. Da heißt der Kanal Toxik, nein, danke. Ne? Ja, dass ihr da ein bisschen aufgeklärt wird. Ne? Beruflich kann es auch zu Auseinandersetzungen kommen und zu Machtkämpfen. So, die versteckten Einflüsse. Es kommt aber eine schnelle Entwicklung. Ne? Ja? Und schnelle Ergebnisse, Impulse von außen, viel Bewegung, ne? Gute Nachrichten, Überraschungen, positive und schnelle Veränderungen. Also da geht ihr raus. Ne? Aus diesen Auseinandersetzungen, ne? Ja. Jo, auch beruflich dann gute Nachrichten. Da kommt es auch zu einer schnellen Entwicklung. Projekte kommen schnell in Gang. Vielleicht hört er ja bei irgendeinem Job auf, ne? Ja. Außerdem werdet ihr eine Herzensentscheidung treffen, ne? Also du wirst eine Herzensentscheidung treffen. Kann sein, dass du eine sehr tiefe Liebeserfahrung machst, ne? Dass du dich mit jemandem, ja, die große wahre Liebe findest vielleicht, ne, wenn du die noch nicht gefunden hast. Auf jeden Fall triffst du mal beruflich wie in der Liebe eine Entscheidung aus dem Herzen heraus. Bist beruflich dann auch mit ganzem Herzen dabei und auch in der Liebe natürlich, ne? Ja? Also kann sein, dass ein Partner, der wo gut zu dir passt, jetzt auf dich zukommt. Im Namen Gottes, wie geht es denn weiter? Ja, hier entwickelt sich was gut. Eine Liebe, beruflich, ne? Hier kommt es zu Wachstum. Da habe ich die Herrscherin, ne? Ja, vielleicht kümmerst du dich auch, aber auch liebevoll um etwas oder jemanden, ne? Fasst wieder Vertrauen ins Leben. Dann könnte eine neue Liebe oder eine, die wo ihr vor kurzem erst gefunden habt, aufblühen, ne? Vielleicht wirst du aber auch Mutter, ne? Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, ne? Du schwanger wirst oder schwanger geworden bist, ne? Ja, beruflich
könnte es sich um kreative Aufgaben handeln, dass da auch eine gute Entwicklung reinkommt, ne? Und das schnell. Ja. Hier habe ich den König der Stäbe. Also entweder bist du das selbst oder du kriegst mit so jemandem zu tun. Jemand, der wo mutig und unternehmungslustig ist, selbstbewusst, ne? Ja, vielleicht hörst du aber auch auf so einen Mann, vielleicht hast du so einen Freund oder so, ne? Ja, das ist jemand, der wo motiviert, begeistert, willensstark, aber auch ungeduldig und temperamentvoll ist, ne? Ja, könntest du eventuell damit zu tun bekommen, ne? Im Namen Gottes, wie geht es denn weiter? Liebe geistige Welt. Ja, du hast auch die Aufforderung zur Pause. Scheinbar bist du müde, ne? Ja, zur inneren Sammlung. Du gehst so in den Rückzug, ne? Ja, bedeutet auch, musst noch ein bisschen Geduld haben. Hier stagniert was, ne? Ja, hast eine Zwangspause. Kann sein, dass du vielleicht ein bisschen kränklich bist oder erschöpft, ne? In der Liebe bist du vereinsamt. Da ist alles im Stillstand, ne? Ja, beruflich kann das auch sein. Vielleicht wirst du arbeitslos, bist arbeitslos geworden, hast verschobene Projekte, auch erschöpft, ne? Ja, weil zu viel von dir verlangt wird, ne? So, aber du gehst jetzt in deinen Erfolg, in deine Sicherheit, lass dich überall von deinen Instinkten leiten, ne? Hier dreht sich auch darum, um etwas, was dir zum Beispiel Geld beschert, 10 dir Münzen, ne? Du sollst aber auch deinen inneren und äußeren Reichtum erkennen, wertschätzen und genießen, ne? Vielleicht gründest du eine Familie, etwas Stabiles, ne? Wo du in die Erfüllung gehst. Ja, baust ein Nest, auf Deutsch gesagt, ne? Findest einen neuen, sicheren Arbeitsplatz. Hast gute Projekte, wenn du das noch nicht gefunden hast, ne? Du hast aber auch wieder, ja, mit toxischen Leuten zu tun, der Teufel, ne? Ja, die wo so Versuchungen, ne? Die führen dich so in Versuchungen, ne? Ja. Ja. Fällt mir immer das Gebet ein und führe mich nicht in Versuchungen, sondern erlöse mich von dem Bösen, ne? Ja. Also hier geht's um jemanden, der wo dich verrät, Macht über dich ausübt, ne? Auf Deutsch gesagt, den Pakt mit dem Teufel eingegangen hat, ne? Versucht den Verlockungen zu widerstehen, ne? Ja, es kann auch hindeuten, dass du dich in einer toxischen Beziehung angekettet fühlst, ne? Jemand, der wohl sich Machtkämpfe mit dir so abhält, misstrauisch ist, eifersüchtig, ne? Beruflich kann es sein, dass du da ein bisschen gemobbt wirst, ne? Dass du da mit Leuten zu tun kriegst, die wohl so unsaubere Geschäfte machen, ne? Also unsere toxischen Gesellen, die liegen schon wieder da, ne? Ja. Ja, man hat auch irgendwie den Eindruck, dass die wie Schimmelpilze aus dem Boden wachsen. Aber da gehst du ja raus, ne? Und das schnell, ne? Ja, du gehst in dein Glück. Du kriegst neue Hoffnung, ne? Neue Zuversicht. Hier entwickelt sich was besser als gedacht. Eventuell die große Liebe, und die liegt auch unter den Liebenden, ne? Ja, wo du eine glückliche Zukunft hast, wo die Liebe unter einem guten Stern steht, ne? Also jemand, mit dem, wo du dich richtig zu Hause fühlst, ne? Angekommen, ne? Ja, beruflich hast du auch eine aussichtsreiche Zukunft, ne? Ja? Und ist auch eine Schutzkarte, ne? Bist bei allem beschützt, ne? Du gehst in den Neuanfang, der kann erstmal ein bisschen stürmisch sein, ne? Der steckt aber noch in den Kinderschuhen, ne? Kommst auch durch Kritik zu einer klugen Erkenntnis, hast die Chance, was zu klären, aber wahrscheinlich ein bisschen in Streitigkeiten, ne? Seht ihr die dunkle Wolke da auf der Karte, ne? Ja, vielleicht musst du auch ein bisschen schmerzhaft einsehen, dass du einen toxischen Partner zum Beispiel hast und dass es mit dem kein Weiterkommen gibt, ne? Oder die Arbeit, dass das da nichts mehr für dich ist, ne? Ja. Also du bist auf jeden Fall mal in einer Krise, aber da kommt jetzt der Neuanfang, ne? Du hast die Chance, was zu klären, ne? Im Namen Gottes, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, hier wird etwas plötzlich beendet, etwas Negatives, ne? Da bist du mit einer Angelegenheit am Ende, seht ihr? Liegt auf dem Boden Schwerter im Rücken, ne? Ja. Tiefsitzende Probleme bearbeitest du jetzt, ne?
kommst zu schmerzhaften Erkenntnissen, bist am Ende einer Angelegenheit, deutet aber auch eventuell hin, dass du sehr erschöpft bist, eventuell sogar Burnout. Ne? In der Liebe wird da ja, gewaltsam schmerzhaft Schluss gemacht. Ne? Du trennst dich, ja? Weil du verletzt bist. Oder der Partner ist dir immer in den Rücken gefallen, ne? Oder fällt dir in den Rücken. Beruflich kann es auch sein, dass du da einen Schlussstrich ziehst. Ne? Ja, du beendest etwas, brichst etwas ab. Ne? Ja? Ja, du willst ja den Neuanfang. Ne? Aber da kommen gute, schnelle Nachrichten, wo du in deinen Sieg, in deinen Erfolg gehst. Da fühlst du dich am Ziel. Also da willst du hin. Ne? Du gewinnst eine feste, sichere Position, um Positives auch in Gang zu bringen. In der Liebe können gute Nachrichten kommen. Vielleicht meldet sich jemand bei dir, ein neuer Partner, jemand aus der Vergangenheit, jemand aus früheren Leben. Ne? Oder ein Partner, mit wem du schon mal zusammen warst, wo ihr auch vielleicht mal in der Vergangenheit Probleme hattet. Und die lösen sich, ne? Ja, das wird dann sehr positiv, eine neue Eroberung. Beruflich gehst du auch in den Erfolg, erringst einen Sieg, ne? Vielleicht kriegst du auch eine Beförderung, ne? Da kannst du dich nachher über das Erreichte freuen und dankbar sein, ne? Das kannst du auch jetzt schon machen, ne? Für alles dankbar sein, was du im Leben schon erreicht hast, ne? Genieß dein Glück mit anderen, ne? Wendest dich gemeinsamen Interessen zu. In der Liebe kann das bedeuten Liebesglück, ne? Auch Mutterschaft, ne? Wie bei der Herrscherin, ja? Eine schöne Zeit bis hin zur Hochzeit kann das gehen, ne? So. Holen wir mal die nächsten Karten. Also mit unseren toxischen Leuten haben wir immer noch zu tun. Aber es wäre ja unrealistisch zu sagen, es gibt keine schlechten Menschen mehr, ne? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig heute oder die nächste Zeit für uns? Ja, auf deine Träume sollst du achten. Die geistige Welt tritt mit dir in Kontakt im Schlaf, ne? Da kann die dich auch besser erreichen. Die Träume, wo du hast, das könnten Wahrträume sein, das merkst du aber selbst, ne? Vielleicht hast du Fragen, kriegst Antworten im Schlaf, ne? Es kann aber auch sein, dass du von deinem zukünftigen Partner träumst, ne? Wo eine seelische Verbundenheit herrscht, ne? Ja. Hier ist jemand, wo deine Spielregeln bestimmen will, ne? Diese toxischen Leute, ne? Aber das machst du jetzt selbst, ne? Du gehst voran, erstellst dir einen Plan und gibst selbst den Ton an. Die Schöne, ja? Du bist gutmütig, hast ein reines Herz, charakterstark, ne? Ein Menschenfreund. Ja, du liebst halt eben bedingungslos, ne? Ja. Du bekommst es aber, ich wusste schon wieder, dass diese Karte kommt, ne? Ja. Mit Narzissten zu tun. Wir haben ja auch hier toxische Beziehungen. Ne? Also mit Narzissten ist toxische Beziehung, da habe ich euch am Anfang was dazu gesagt. Das ist jemand, das kann überall sein, auf der Arbeit, Vermieter, Partner, Freundschaft, Familie. Ne? Übertriebene, krankhafte Selbstverliebtheit. Ne? Jemand, wo hochmütig ist, sich zur Schau stellt, aber aus purem Egoismus heraus Menschen abwertend behandelt. Lasst euch das nicht gefallen, weil für die seid ihr nur die zweite Wahl, ne? Der Lückenbüßer. Du wirst zur Ablenkung benutzt, sollst immer parat stehen, wirst auch überhaupt nicht ernst genommen, ne? Deswegen, lauf nicht hinter deiner Maske rum, ne? Zeig dein wahres Ich, ne? Lass deine Maske fallen, stell dich deinen Ängsten, die wo man oft kriegt, ne? Wenn man in toxischen Beziehungen ist, ne? Oder anderen toxischen Verhältnissen. Ja, öffne deine Seele, trag dein Herz auf der Zunge, jo, und sag, was du willst und was du denkst, ne, ja, du suchst dein Glück und du wirst es auch finden, ne, weil wir haben ja hier den Stern und die Liebenden, ne, du bist auch so ein unerschütterlicher Optimist, ne, du arbeitest hart und diese Arbeit wird sich auszahlen, vielleicht machst du einen Glücksgriff, ne, oh, der Wunschbrunnen, ja, wie schön. Ja, du gehst in deinen Erfolg, ne? Fast wieder Vertrauen ins Leben, deine Wünsche werden wahr, Entschuldigung, ne? Eine neue Liebe kommt auf dich zu. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Das fällt mir immer ein, wenn ich das lese, ne? Ja, beruflich neue Projekte und du bist von Gott beschützt.
Ja? Wunderbar. Wünsche werden wahr. Ich bin immer froh, wenn positive Karten da liegen. Im Namen Gottes. Die Brennnessel. Ja, du hast aufgestaute Wut, wahrscheinlich auf diese negativen Leute, ne? Die wo dir da eine Fassade gezeigt haben und dich nicht gut behandelt haben. Da kann es zu einer Übersäuerung des Körpers kommen, ne? Muskel-, Gelenkschmerzen, Rheuma, Gicht und alles Mögliche kriegt man da an sich. Ja, du hast es aber auch mit einem jammernden Mann zu tun. Das kann auch dieser Narzisst sein, ne? Die kommen ja gerne in der Rolle des Opfers, ne? Selbstmitleidig, die geben dir die Schuld daran, ne? Wie sie handeln, ne? So eine Heulzuse, musst du immer die Samthandschuhe anziehen, nur die Gegenseite, die macht das bei dir nicht, ne? Ja, aber hier wächst was und gedeiht was. Aussichtsreiche Pläne, guter Nährboden, ne? Du kriegst deine Belohnung für das, was du gesät hast. In meinen Augen ist das auch die Karma-Karte, ne? Also du hast etwas gesät und das wächst jetzt, ne? Ja, diese Narzissten, die überschätzen sich selbst, ne? Die werden sich aber die Finger verbrennen, ne? Pass auf, dass du nicht in eine brenzliche Situation gerätst. Erst denken, dann handeln, ne? Ja, also nicht jetzt, ich bin Hulk, ne? Ich gehe jetzt gehe die Bösen da alleine vor, ne? Schön überlegen und aufpassen, ne? Springbrunnen. Ja, du hast irgendwelche Geistesblitze, kreative Ideen. Ja. Pass aber auf, dass du nicht Geheimnisse ausplauderst, ne? Oder pass auf, wem du deine Geheimnisse anvertraust, ne? Ja. Ja, außerdem brauchst du mal Entspannung, ne? Verwöhn dich mal, ja, vielleicht tatsächlich eine Massage. Krämpfe müssen gelöst werden, der Alltagsstress sollst du abbauen, ne? Ja? Hm. Ja. Weil du bist erschöpft, sollst du mal kurzfristig eine Pause einlegen, fühlst dich krank, ne? Vielleicht kriegst du auch die Grippe oder was, ne? Denkst aber zumindest mal drüber nach, was dich krank macht, ne? Ja. Stehst nach einem Schicksalsschlag wieder auf, ne? Ja, kann ja sein, dass ihr auch jemanden verloren habt, wie ich meine Mama, ne? Ja. Ja, also ihr bekämpft diese Schmerzen jetzt, ne? Ja. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, es kommt nicht darauf an, wie oft man hinfällt, es kommt einzig und allein darauf an, dass man immer wieder aufsteht. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ne? Da könnt ihr euch ja Hilfe dabei holen, ne? Ja. So, hier haben wir auch den Vampir, passend zum Narzisst. Ja, also durch solche Leute, da kannst du richtig merken, wie du Energie verlierst. Ne? Da fühlst du dich kraftlos. Meistens sind die auch neidisch auf einen. Du fühlst dich dann ausgelaugt. Du lässt dich auch aussaugen. Pass auf. Ne? Ja? Hast eine schlechte Umgebung, die falschen Menschen. Hm? Ja, die tun dir nicht gut. Ne? Muss natürlich nicht auf jeden zutreffen. Ne? Aber einige sind definitiv dabei, ne? Ja. Du suchst dann Entspannung, ne? Durch Süchte, Zigaretten. Oh, da bin ich auch damit gemeint, weil ich rauche nämlich, ne? Ja. Ja, hast halt schwache Nerven, ne? Guck, dass du ein bisschen gesünder lebst, weil du hast eine ungesunde Lebensweise, ne? So, noch eine Karte. Ach, die wohlte Puppe. Schwarzmagischer Angriff. Hier greift jemand in deinen freien Willen ein. Übt Zwang auf dich auf. Narzisst, Vampir. Also du hast definitiv jemand Toxischen in deinem Umfeld, ne? Ja, jemand, der wohl sich Machtkämpfe mit dir abhält, ne? Nur die Karte sieht nicht gerade so witzig aus, ne? Ja. Aber da gehst du raus, ne? Ja? Musst aufpassen, dass du bei diesen Vampiren, Narzissten, die sind ja in der Regel sehr charmant, ne, widerstehen kannst, ne, ja, pass auf, dass du dich auch gesund ernährst, ne, vielleicht isst du zu viel Schnorkes, sagen wir hier im Saarland, zu viel Süßigkeiten, ne, ja, so, jetzt hole ich aber mal die Krafttierkarte, ne, gucken wir mal weiter, ja, wir haben es wieder mit unseren unliebsamen Gesellen zu tun, ne? Aber unsere Wünsche werden wahr, wir gehen da raus, ne? Jeder kann das in seinem Tempo tun, ne? Im Namen Gottes.
Welche Krafttiere begleiten heute das Seelenkollektiv, ne? Oder nächste Zeit? Der Salamander. Feuerkraft. Feuer, Flamme, Licht. Entfache das geistige Feuer deines Seins. Du sollst dein Licht funkeln lassen, leuchten und strahlen, ne? Ja? Du bist ja wahrscheinlich ein Lichtarbeiter. Ja? Wolf, Führungskraft. Folge dem Ruf deiner Seele. Nimm dein geistiges Erbe an. Du bist ja aus bestimmten Gründen inkarniert, ne? Es ist Zeit, dass du die Führung in deinem Leben wieder übernimmst, ne? Die, wo diese narzisstischen Vampire ja übernommen haben. Geh in die Selbstbestimmung. Sei vollkommen entspannt und fokussiert und aufmerksam und folge deinen eigenen Impulsen. Es kommen nämlich unvorhergesehene Ereignisse mit dem Kojoten, ne? Ja? Aber alles dient deinem Besten. Vertraue deinem Weg, ne? Geht's denn weiter, liebe geistige Welt, im Namen Gottes. Der Hirsch, Öffnung. Hirsche, die kommen auch von Gott, ne? Vertraue deiner feinfühligen, sensiblen, hellsichtigen Eingebung, ne? Vielleicht siehst du Dinge vorher, ne? Hier steht ein neuer Entwicklungsschritt für dich bevor, ne? Ja, sei mal wieder frech, keck, authentisch, zeig dein wahres Gesicht, ja? Und wenn dich, lebe dein Sein. Eichhörnchen sammelt aber auch Vorräte, ne? Also das sollst du ein bisschen vorbauen, ne? Ja. Dann habe ich nicht den Eindruck, dass das die richtige ist. Der Schwan. Ja, du sollst zu einem Schwan werden. Vom hässlichen Entlein zum Schwan. Ne? Also du bist natürlich kein hässliches Entlein. Aber das hässliche Entlein denkt ja, es wäre hässlich. Ne? So, und in Wirklichkeit ist es ein schöner Schwan. Ne? Erlaube, dass deine Talente sich jetzt entfalten und genieße die künstlerische Freiheit, die dir geschenkt wurde. Also du hast irgendwelche Talente, ne? Sei wendig. Es gibt viele Möglichkeiten, was zu tun, wie der Affe, ne? Sei kreativ und flexibel. Die Delfine, habe Spaß, spiele und probiere dich mal so aus, was so gut für dich ist, ne? Ja, hier kriegst du Energie von Gott geschenkt. Und das Glück kommt auf dich zu mit dem Schweinchen, ne? Glück kündigt sich an. Große und kleine Geschenke liegen auf deinem Weg, ne? Du kannst jetzt Dinge erfolgreich zum Abschluss bringen. Also alles ist möglich. Hier habe ich die leere Karte, ne? Also alles Gute ist jetzt möglich für dich, ne? Erfasse den Raum. Alles ist offen, weit und grenzenlos. Du bist von wunderbaren Kräften umgeben und geschützt. Ne? Ja, es kommt zu einer Veränderung, zu einer Transformation. Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Tiefsitzende Wunden, die wo dir diese narzisstischen Leute und bösartigen Leute dazugefügt haben, die kannst du jetzt, die finden jetzt Heilung. Ne? Ja, genau. Neue erfüllende Aufgaben kündigen sich mit dem Lachs an. Der schwimmt ja gegen den Strom, ne? Und du bist immer eins mit der Quelle, also mit Gott, ne? Brauchst du dir keine Gedanken machen. So, noch eine Karte. Hase, Kaninchen, öffne dein Herz weit. Werde still und lausche dem, was dir die zarte Stimme zuflüstern möchte, ne? Also du sollst in etwas Neues gehen, ne? Achte auf deine Träume und Eingebungen. Hier haben wir den Fisch. Auf deine Intuition. Eine Botschaft deiner Seele wartet auf dich, ne? Werde ruhig, halte inne und fühle in dich hinein, ne? Schärfe deine Sinne, erweitere deinen Blick, ne? Und beziehe Gott in deine Angelegenheiten mit ein, ne? Ja. So, mit dieser Karte höre ich mal auf. Jetzt holen wir mal die Avalon, da hole ich mal eine. Aber da muss ich nachgucken, meine Lieben, weil bei 8 Kartendecks kann ich nicht alles im Kopf behalten, ne? Im Namen Gottes, was ist noch wichtig für uns? Vorbild, gehe eigenverantwortlich deinen Weg und verliere niemals das Ziel deiner Träume aus dem Blick, ja? Du wirst scheinbar die Welt verändern und du bekommst Hilfe, guck, ja? Hm? Ja,
Lass Vergangenes ruhen, damit es heilen kann, und erkenne den Segen und das Geschenk des Reifens, das darin liegt. Also du veränderst dich, und wieder ein weißer Hirsch, ne? Steht ja für die göttliche Welt, ne? Ja, da kommen wir heute noch eine. Er ist doch neugierig auch, ne? Camelot, ne? Ja, König Arthur steht für Treue und Liebe dem Menschen und seinem Land gegenüber, ne? Ja, der hat ja, das ist ja eine Legende, der hat ja mit dem Schwert, ja, Excalibur, hat er ja für die Liebe und für die Menschen gekämpft, ne? Sei aufrichtig und treu dir selbst gegenüber, sagt diese Karte, ne? Hier haben wir auch Artus, ne? Finde deine Erfüllung in Dienen, vor allen Dingen mal dir selbst, ne? Zuerst, ne? Du musst erstmal dir selbst dienen. Und erkenne, wie wahrhaft königlich das ist, ne? Feinde hast du natürlich auch, besonders wenn du etwas gut kannst, ne? Erkenne deine wichtigsten Lehrer, weil du willst nicht sein wie sie und lernst aus denen ihren Fehlern. Die Tafelrunde. Spüre die Kraft der Liebe in dir und öffne dein Herz für unsere neue Welt. Also du wirst auf jeden Fall gebraucht. Und entfessle den Zauber deiner eigenen Magie, Avalon, ne? Avalon, das soll ja König Artus begraben sein, ne? So, das wär's mal von mir. Ich hol mal noch eine Karte im Tarot. Ja, es geht vorwärts, ne? Zuversichtlich und mutig gehst du deinen eigenen Weg, suchst dir neue Ziele, ziehst vielleicht um, reist vielleicht, du machst auf jeden Fall auch mal Fortschritte in allem, was wir jetzt da gehört haben. Wirst selbstbewusster, ne? Ja, du kriegst eine, also in der Liebe kommt auch Bewegung rein, da kommt eine neue Verbindung auf dich zu. Schicksalshafte Menschen betreten jetzt dein Leben, ne? Ja, beruflich auch. Da wirst du auch selbstständiger, gehst einen neuen Weg, ne? Ja. Und hör überall auf deine Intuition, ne? Ja, hab Vertrauen in das Wissen in dir, ne? Du hast ja Erfahrungen gesammelt in deinem Leben, ne? Und du wirst jemanden kennenlernen, der wo dir seelenverwandt ist, ne? Also ähnlich wie du. Also nicht genau wie du, aber ähnlich wie du, ne? Ja? Jemand, der wo Einfühlungsvermögen hat, ne? Wie du auch. Ja? Und entscheide bei Dingen erst, wenn du innerlich sicher bist, ne? Ja? Lass dich auch beruflich führen. Kann sein, dass du auch medial bist, ne? Hör auf deine innere Stimme und warte bis dahin ab. Du bist bei allem, was du tust, bist du von Gott beschützt. So, das wär's mal für heute von mir. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Ne? Was haben wir denn hier? Rituale. Erkenne den Segen und die Macht des gesprochenen Wortes. Das Pentagramm hat mich jetzt angezogen. Übe dich im Sprechen von Gebeten und befreie dich aus einer Situation, die wohl nicht gut für dich ist selbst, ne? Hier sind Symbole drauf, allerdings weiß ich nicht, was die da oben jetzt bedeuten, ne? Ja. So, ich freue mich über ein Like, einen Kommentar oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, auf alle geht, damit ihr auch kein Video verpasst, weil bei mir dauert das immer ganz lang, bis die da hochgeladen werden. Ich habe eine ganz langsame Leitung hier, wo ich hier wohne, ne? Ja. Und ihr könnt das natürlich auch mit anderen teilen, ne? Da kriege ich ein bisschen größere Reichweite und jemand, der wo vielleicht in solchen Situationen ist, freut sich über die Karten und die könnten vielleicht ein bisschen hilfreich sein, könnte Botschaften drin sein, wo der jemand gut gebrauchen kann. Ne? Zieht euch zurück, schützt euch vor dem ganzen Negativen, ne? Ganz wichtig, schützen. Ne? Ihr seid auch von euren Ahnen und von Gott beschützt, von den Engeln. Ne? Ja, eure Träume werden wahr. Träume eventuell von einer Familie, ja, wo er euch wohlfühlt. Das ist ja für viele Menschen das größte Glück. Ne? Ja. Ja, der Elefant ist natürlich auch sensibel. So, ihr geht ins Erblühen, wie diese Rose. Ne? Orange, Lachs ist übrigens, Orange ist meine Lieblingsfarbe. Ne? Ja, könnt ihr ja mal gucken, Farbenlehre. Orange steht für Harmonie. So, das wäre es dann mal von mir. Jetzt habe ich wieder mehr gequatscht, wie ich wollte. Ne? Hier liegt auch wieder der Neuanfang, also eine neue Lebensphase beginnt.
Für die meisten von uns, ne? Also eigentlich für alle, ne? Neue Liebe oder Neuanfang in bestehenden Beziehungen, die wohl nicht toxisch sind, sondern nur ein bisschen eingeschlafen, ne? Ja, Neuanfang auch beruflich. Also wir stehen vor einem Neuanfang, ne? Ja, so die nächste Karte sagt das auch aus, ne? Ja, Durchbruch zur Lösung, Chance was zu verstehen, Chance auf Neubeginn. Ja, also wenn ich jetzt noch 50 Karten ziehe, dann bleibt das so, ne? So, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, dass es euch gut geht, ne? Und denkt immer dran, ne? Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst zu zweifeln. Lasst euch nicht verunsichern, ne? Ihr seid wertvoll und das ist wichtig, ne?